Willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls. Und anscheinend sind wir jetzt ein bisschen älter, oder beziehungsweise Ellen Page ist ein bisschen Plan B. Was ist Plan B? Und was mache ich, wenn etwas schief gehen sollte? Da kannst du gar nichts tun. Das hatte ich vermutet. Mann, Mann, Jack. Okay, und was ist Plan A? Was sind das alles für Leute? Diplomaten, Politiker, Geschäftsleute, Spione. Das übliche Botschaftsvolk. Aber das Wichtigste ist, sei natürlich. Ja, ich bin sowas von natürlich. Einfach immer lächeln. Also verhalte ich mich jetzt natürlich oder soll ich lieber lächeln? Ich wusste gar nicht, dass du Humor hast. Nur wenn ich Todesangst habe. Ryan, welche Freude, dass Sie hier sind. Ich freue mich auch, Scheich Ahmad. Das hier ist meine Assistentin, Elizabeth. Ich bin entzückt. Die amerikanische Diplomatie verfügt über solch anmutigen Charme. Ich bin sehr erfreut, Elisabeth. Gentlemen, ich will nicht länger stören. Wir reden später, Ahmad. Ja, bis dann, Ryan. Oh, da fällt mir erstmal auf, wie klein eigentlich Ellen Page ist. Die ist ja echt winzig. Er hasst mich. Er würde mich wohl am liebsten erstechen. Aber ich glaube, du gefällst ihm. Sehr schmeichelhaft. Ich muss Hände schütteln gehen. Bleib ruhig und misch dich unter die Leute. Du weißt, was du tun musst. Nein, weiß ich eigentlich nicht wirklich. Schön, Sie hier zu sehen. Mir hat niemand erzählt, was ich machen soll hier. Ich brauche einen ruhigen Platz. Okay, einen ruhigen Platz. Gut, dann gehen wir mal zur Band. Da ist immer ruhig. Oh yeah. Sowas ähnliches habe ich auch schon mal gespielt. Also, als Ellen Page natürlich. Ist hier hinten irgendwo ein ruhiges Plätzchen? Nein, wo gibt's denn hier ein ruhiges Plätzchen? Aber ein schönes Kleid hat sie ja. Kleiden? Da ist gerade was aufgeploppt. Kommt aber jetzt nicht mehr, oder? Nein. Mir ist noch der Muster am liebsten. Nein, das sieht auch nicht nach ruhigen Plätzchen aus. Ah, da hinten haben wir was. Okay. Ein Typ mit Turban und eine verschleierte Frau. Das heißt, das müsste das Damenklo sein. Ja, das ist das Damenklo. Oder? Ho! Was für ein Klo vor allem. Oh ja, sexy, 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 sexy. Okay, weiter. Ich glaube, ich habe die falsche Tonspur drin, oder? Okay, da kann ich rein. Aber jetzt erstmal gucken, ob ich hier noch was anderes machen kann, wenn wir schon mal... Da sind. Nein. Sogar die Klos sind hier gepolstert. Edel, edel. Okay. Was haben wir hier? Ein Notizbüchlein. Voll ausgestattet, unsere kleine Geheimagentin hier. Aiden, Aiden, bist du bereit? Nein. Da ist ein großes Bild in einem der oberen Räume. Dahinter ist ein Safe. Die Dokumente, die wir suchen, sind da drin. Aber es gibt Wachen und Kameras, also sei vorsichtig, verstanden? Okay, Wachen und Kameras. Verstanden. Wachen und Kameras. So, ich denke mal, wir müssen... Ne, da durch die Wand können wir nicht, aber wir können durch die Wand hier. Schnell, Aiden. Es tut so weh, wenn du so weit weg bist. Nach unten bewegen. Okay, hallo, ich hänge gerade irgendwo. Ich glaube, ich habe gerade die Orientierung verloren. Ah, okay. Dann ist hier nach oben...
Ah, wir sind oben. Okay. Geht's hier noch weiter nach oben? Nein. 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 Das sind Wände. Nein. Nein. Überall Wände. Ach da, da geht's nach oben. Okay. Wir nehmen einfach mal die Treppe. Mhm. Okay, weiter nach oben. Okay, wachen. Jetzt ist keine Zeit für Spielchen. Such ein Büro. Im ersten. Ein Büro mit dem Porträt des Scheichs. Ah ja, Porträt vom Scheich. Ah, aber eine Kamera. Können wir die ausschalten? Nein. Kann man da irgendwie was anderes machen? Oh, den, da, der ist rot. Den kann man, glaube ich, übernehmen, oder? Wie macht man das? Nein. Oh ja, 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 ja. Okay. Pass auf, Alden. Du kannst andere Leute nicht berühren, wenn du jemanden kontrollierst. Okay, so, danke. Hamid, Mother of... Die Kameras. Ich hab gesagt, du musst dich zuerst um sie kümmern. Das wollte ich ja, aber es ging nicht. Okay. Wo kümmere ich mich um Kameras? Ah, okay, da hinten. Oder? Ja, das ist der Typ. Hier muss es sein. Ein, tu, was du musst. Mist, du musst zuerst die Wache ablenken. Okay, da, was haben wir hier? Kaffeekanne. Achso, ja, nach hinten ziehen und volle Kanne drauf. So, und jetzt nochmal. Und auf Pause-Modus. Okay. Ja, da fällt dich auf. Jetzt kann niemand mehr das Hauptbüro überwachen. Wir sind sicher. So. Was haben wir denn da? Hallo? Ah, einen neuen Bonus freigeschaltet. Okay, ich weiß zwar noch nicht, was ich damit mache, aber ich habe einen Bonus freigeschaltet. So, das ist der hier. Da. Irgendwo muss ein Schalter sein. Um okay. Das Bild zu bewegen. Schalter, Schalter, Schalter. Da haben wir was. Was haben wir da? Rein. Nein, raus. Nein, rein. Runter. Nein. Das war nicht das Richtige. Ah, hier. Hallo. Okay, wie tue ich einen Handscanner überlisten ohne Hand? Ich kann nicht mehr viel machen. Okay, nicht bewegen. Ich bewege mich nicht. Okay, R1. Und den hier. Und die erste Seite geschrieben. Wunderbar geht das nochmal. R1. Kreis. Die sah auch schon besser aus, oder? Entschuldigung, ist besetzt. Hier kann keiner rein. Ich hab's gerade etwas dringend. Ich mach mich doch nur frisch. Ah,
Unverschämtheit, einfach so aufs Klo zu kommen. Ich hätte die Hose unten lassen können, haben können. Oder das Kleid oder was auch immer. Jetzt klaut ihr auch noch meine Papiere. Sehen Sie, ich kann nichts tun, um Ihnen zu helfen. Und wer bist du überhaupt? Und warum willst du mir nicht helfen? Oh, mir tut alles weh. Ich habe so viel geschrieben. Hallo? Also. Okay, pudern wir uns erstmal das Näschen. Jetzt sind wir noch ganz nass. Kriegen wir hier irgendwo ein Handtuch? Da, Föhn. Nein, geht nicht. Auch nicht. Können wir hier irgendwas machen, außer uns das Gesicht zu waschen? Anscheinend nicht. Hallo, können wir hier irgendwas machen? Nein. Das ist halt typisch Quantic Dream. Tolle Atmosphäre, aber die Interaktionsmöglichkeiten ein bisschen eingeschränkt. So, nein. Wie? Jetzt nach vorne, aha. Also welche Richtung auch immer die gehen. Komm, wir gehen jetzt nochmal aus Männerklo. Also nee, da können wir natürlich auch nicht hin. Jody, alles klar? Fass mich nicht an! Genau, du bist mich ein ganz böser Boss. Gut, ja, wir gehen. Ganz unauffällig. Genau, und den bösen Scheich, der aussieht wie ein deutscher Bundeskanzler, dem fallen wir gar nicht auf. So, und das war's. Jetzt in der nächsten Folge sehen wir die Party. Oder, ne, gucken wir jetzt noch die Party an. Wir machen ein bisschen längere Folge. Schauen wir uns jetzt noch die Party an. Das ist jetzt wieder Botschaft, hatten wir jetzt gerade. Dann sind wir jetzt zurück, aber wir sind jünger. Wir sind älter als das Kind, aber jünger als die Agentin, die wir jetzt gerade hatten. Und wir haben Haare. Nathan, ich bin nicht sicher. Vielleicht sollte ich nicht gehen. Doch, doch, wir gehen. Jody, du bettest doch schon seit Wochen. Du machst doch jetzt keinen Rückzieher. Ich kenne doch da niemanden. Vielleicht hassen die mich. Ja, und ich hasse dich jetzt schon. Das Kleid ist schrecklich. Lass uns fahren. Hol einfach tief Luft. Es gibt keinen Grund zur Panik. Ist doch nur eine Geburtstagsparty. Bestimmt werden dich alle ganz toll finden. Du wirst Spaß haben. Vielleicht findest du da Freunde. Ich hatte noch nie in meinem Leben Spaß. Okay, mit dem Gesichtsausdruck. Okay, Tür auf. Tür zu. Das Geschenk musst du mitnehmen. Ja, nimm mal das Geschenk mit. Buch, Gedichte von Edgar Allan Poe. Oh, wie spannend. Er ist 50 Jahre alt und sehr selten, das wird dir gefallen. Ja, klar. Keine Sorge. Alles wird gut gehen. Ich bin dann im Fünfter. Viel Spaß. Ich hoffe, die Geburtstagsfeier ist von jemandem, der genauso alt ist wie er, sonst wird man echt enttäuscht sein. Gut. Hallo, ist hier jemand? Ach ja, Tür. Okay, niemand da. Ach, schade. Hey, Jody, komm rein. Hi. Hey, Kirsten, kommst du? Ich würde jetzt gerne los. Komm, Jody, nicht so schüchtern. Hey, Jody, stimmt's? Komm, wir sind im Wohnzimmer. Meine Mädels und ein paar einigermaßen coole Jungs. Ein Geschenk für mich? Cool, danke. Ja, du wirst ihn doch früher freuen. Ich bin weg, Schatz. Kümmer dich um die Gäste und stellt bitte keinen Blödsinn an, okay? Klar, Mom, ich glaub, was immer du willst. Nee. Wo ist denn die Tür? Da. Verschwindet. Aha, Kirsten heißt sie. Hey Leute, das ist Jody. Sie ist in Einheit 4 mit meiner Mom. Einheit 4?
Die paranormale Abteilung. Was treibst du da? Löffel und Gabeln verbiegen und mit Toten sprechen, so ein Zeug? Nein. Doch, genau das. Ich hol das Bier. Jungs, die Fenster. Mädels, die Kerzen. Und Jody, du kümmerst dich um die Musik. Lasst uns feiern! Okay, wo ist die Gitarre? Ich kann Gitarre spielen. Da, hier, Musik. Pop. Nee, Rock. Ich will Rock. Verdammt. Rock. Nee, doch Pop. Also irgendwie der Rock klingt eher wie Pop, aber egal. Aufstehen. Was für ein Gedudel ist das denn? Das ist irgendwas aus Rock-Pop. Wir legen was Angesagtes auf. Was Richtiges für eine Party. Ey, das... Ey, das ist mal Scheißmusik. Ja, wir laufen jetzt einfach mal blindlings durch die Gegend. Ha, ja, schön. Steht unter meinem Bett seit einer Woche. So, was haben wir denn hier hin? Meine Mom geht noch nicht mal mehr in mein Zimmer. Sie ist total ahnungslos. Kirsten, total genial. Jody, du auch eins? Ja. Bier. Und jetzt exen wir das weg. Ex. Hey, verschluck dich nicht. Bestimmt ihr erstes Mal. Nein, ich trinke gern Bier. Genau, mit dem Gesichtsausdruck. Rootbier. Oh, süßer Geburtstagskuchen. Lass mir einen raus. Ja, einen. Komm, spiel. Komm. Können wir irgendwas anstellen? Oh ja, da.